Ja, herzlich willkommen zum Tutorial FFT mit Microsoft Excel. Mal nochmal grundsätzlich zur FFT, weil das immer viel Fragezeichen aufwirft. Die Fourier-Analyse ist ja ein Verfahren, womit man ein kontinuierliches Signal auf Anteile von Sinus und Cosinus untersucht. Ein Computer kann aber keine kontinuierliche Funktion eigentlich abspeichern, sondern nur diskrete Werte. Das heißt, die Fourier-Analyse geht mit einem Computer sowieso nicht zu machen. Das heißt, man muss eine diskrete Fourier-Transformation, eine DFT, vollführen, welche allerdings sehr, sehr, sehr lange dauert. Deshalb hat sich jemand überlegt, dass man ja auch eine FFT machen könnte, welche allerdings die Besonderheit hat, dass die Faktoren in gerade und ungerade aufgeteilt werden. Das hat etwas mit der Drehung des Frequenzvektors im imaginären Raum zu tun. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber man sieht hier auf der FFT-Algorithmus-Seite hier bei Wikipedia, dass die FFT hier die Faktoren in gerade, also 0, 2 und so weiter, und ungerade 1, 3 und so weiter aufteilt. Das hat zur Folge, dass man mit der Implementierung des Algorithmus, zum Beispiel in Excel, nur Werte, welche 2 hoch n, zum Beispiel 2 hoch 2, also 4 Werte untersuchen, oder 2 hoch 5 oder 2 hoch 10 Werte als Eingang für den FFT-Algorithmus verwenden kann. Hat man mehr oder weniger, muss man entweder auswählen oder Nullen vorn und hinten anfügen. Okay, soweit die Grundlagen, dann können wir starten.